Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Ich bin sogar hyped, Leute, ich freue mich so. Ja, ich muss aber nur kurz dazu sagen, Leute, wie letzte Folge auch, habe ich hier wieder meinen Tee, der mittlerweile ein bisschen abgekühlt ist, stehen, weil ich mich vom Elbenwald Festival ein ganz kleines bisschen erkältet habe, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Und deswegen bitte ich um Verzeihung, wenn ich hier ab und zu von meinem Tee trinken sollte. Und ja, wir haben wieder einige Aufgaben vor uns und ich freue mich sehr, mit euch diese Folge zu starten. Denn ein Blick auf die Aufgabenliste beweist uns, wir müssen uns Bowtruckles ansehen und wir müssen über Bowtruckles schreiben. Und ich glaube, das könnte echt cool werden, weil Bowtruckles sind nun mal einfach cool. Da kann man nichts anderes zu sagen, Leute. Und deswegen würde ich auch behaupten, fangen wir mal mit Bowtruckles ansehen an und los geht's! Achso, ich muss auf los drücken, ne? Ja. So, ja, dann gehen wir mal hier rein und dann informieren wir uns mal ein bisschen über Bowtruckles. So, es werden wahrscheinlich jetzt einige fragen, Moment mal, warum musst du denn eigentlich dich jetzt so sehr um Bowtruckles kümmern? Das war ja einmal, weil ich letzte Folge schon mit Professor Kesselbrand den Unterricht über Bowtruckles gemacht habe und er mir versprochen hat, wenn ich mich besser mit Bowtruckles auskenne, wird er mir ein bisschen was über Madame Ragepick bzw. über den verbotenen Wald erzählen, denn er hat sie ja damals auch zur Schulzeit in den verbotenen Wald gelassen, obwohl es ja eigentlich nicht erlaubt ist und vielleicht macht er das auch bei uns dann. Deswegen müssen wir uns da auf jeden Fall fortbilden, weil es wäre ja ein grauenhaftes Unterfangen, in einen verbotenen Wald zu gehen, ohne etwas über Bowtruckles zu wissen. Ach, scheiß drauf, dass da Aragog ist, dass, ja gut, der ist da, glaube ich, ist der da schon? Ach, jetzt komme ich mit der Zeit durcheinander, aber ist ja scheißegal, dass da Zentaur sind, Werwölfe sind, Spinnen sind, aber die Bowtruckles, da muss ich Bescheid wissen und deswegen gehen wir jetzt mal hier und reden erstmal mit den Leuten. Hallo! Wenn Sie die Bücher lesen könnten, ohne sie zu berühren, wäre das ideal. Nee, sorry, Madame Pince, dazu bin ich leider nicht imstande. Tut mir leid. Hallo, Rowan. Meinst du, Madame Pince könnte einen Assistenten gebrauchen? Frag sie doch einfach. Warum fragst du mich das? Rowan, was ist falsch bei dir? Okay. Hallo, Bill. Ich frag mich, ob Madame Pince einmal Vertrauensschülerin war. Ich glaube ja wirklich, ehrlich gesagt, nein. Hallo, Charlie. Ich muss mich beeilen, ich muss zum Quidditch-Training. Ja, was machst du denn hier? Den hier kannst du auch einen anderen Tag machen. Kollege Turnschuh. Hallo, Tulip. Ich werde sehen, was ich über Madame Ragepick in Erfahrung bringen kann. Das ist super lieb von dir, Tulip. Ich danke dir schon mal. So, und da ist ein leerer Stuhl, der mit mir reden möchte. Sehr eindrucksvoll. Ich wusste gar nicht, dass leere Stühle reden können. Will sonst noch jemand mit mir reden? Nö. Okay. Ja, dann leerer Stuhl, dann erzähl mal, was willst du von mir? Achso, ich habe mich da drauf gesetzt. Sehr einleuchtend. Danke für eure Hilfe. Ich könnte mir für das Lernen über Bowtruckles keine bessere Lerngemeinschaft vorstellen. Außer natürlich, wenn Rowan jetzt geht und ist Ben da? Nee, der ist nicht da. Okay, nee, also Rowan, du musst noch gehen, dann könnte ich mir keine bessere Gruppe vorstellen. Dankeschön. Ich muss so viel über sie erfahren, wie nur möglich, damit ich Kesselbrand davon überzeugen kann, mich in den verbotenen Wald zu lassen. Weil Bowtruckles natürlich die einzigen gefährlichen Wesen im verbotenen Wald sind. Mich sucht, was? Mich sucht sich nie jemand als Lernpartner aus, aber die Pflege magischer Geschöpfe ist mein Lieblingshoch. Ich habe Notizen von meinem damaligen Unterricht über Bowtruckles mitgebracht. Ich würde normalerweise sagen, dass du im Mitschreiben besser bist als ich. Wenn es um Geschöpfe geht, ist das aber anders. Ich glaube, ich lese zudem noch ein wenig über Ragepick. Glücklicherweise kann ich gut mehrere Dinge gleichzeitig tun. Lernen wir! Juhu, lernen! Ich bin Streber! Okay. Psst! Ja, Rowan, genau, sei leise. So wirst du niemals Assistent von Madame Pince. Mein Gott, ey. So, los geht's, Leute. Oh, dauert nur eine Stunde. Das ist ja mal interessant. So, eine Ein-Stunden-Aufgabe bedeutet, dass wir natürlich auch weniger Energiepunkte opfern müssen. Was ich auch als sehr schön erachte, weil Energiepunkte, ja, brauchen wir halt einfach noch, auch wenn wir noch genug haben. Aber ich würde ja ungern jetzt alles raushauen, nur um es rausgehauen zu haben. So, das könnte jetzt eigentlich reichen und es reicht auch, sehr gut. Ja? Ah ja. Und dafür kriegen wir auch nochmal 25 Münzen, das ist auch nicht schlecht. Danke für die, was? Danke für Ihre Hilfe? Das sollte für meinen Aufsatz über Bowtruckles reichen. Also danke für Ihre Hilfe ist definitiv falsch übersetzt, liebes Spiel. Finde ich nicht in Ordnung, weil im Englischen gibt es ja kein Sie und Du. Deswegen haben die es wahrscheinlich hier verwechselt, aber okay. Danach und wenn ich im Kräuterkundeunterricht einen Lebensraum für Bowtruckles kultiviert habe, wird mir Kesselbrand helfen, in den Wald zu gelangen. Das ist schon wieder falsch geschrieben, Spiel. Zweimal falsche Sätze hintereinander ist nicht gut.
Lass mich wissen, wenn du bereit für den Ausflug in den verbotenen Wald bist, Daniel. Da würde ich mich selbst auch gern umsehen. Ja, Charlie, also ich würde dich schon mitnehmen. Also solange du nicht Roven bist, kannst du gern mitkommen. Gut, Leute, wir gucken nochmal hier drauf. Oh, und ich sehe gerade, wir können das hier einsammeln. Ja, machen wir das mal. So, haben wir wieder eine neue Kleidung gesammelt. Und die 10 Edelsteine würde ich natürlich auch noch gerne mitnehmen. Und die Haare sind eigentlich auch ziemlich cool. Naja, gönnen wir uns das später. So, Leute, was können wir jetzt machen? Wir müssen diese Aufgabe über Boatrucket Schreiben noch erledigen. Und ich würde sagen, machen wir das mal als nächstes. Dann haben wir diese Aufgabe vielleicht auch schon gemeistert. Los geht's! So, einmal hier rein und über Boatrucket Schreiben. Und da ist wieder Roven. Oh Mann, ey. Ja gut, Leute, wir müssen da durch. Ach so, das bin ich. Mit diesem Aufsatz über Boatruckets kann ich Professor Kesselbrand zeigen, dass ich unbedingt in den Wald will. Sobald ich fertig bin, sind wir bereit für das nächste verwunschene Verlies. Ich werde ebenfalls einen Aufsatz schreiben, da ich Aufsätze einfach gerne schreibe. Was soll ich lernen? Madam Ragepick, verbotener Wald, Pfeile. Meinen die jetzt die Pfeile für Thumbnails von klickgeilen YouTubern oder meinen die jetzt Schießpfeile? So Bogenpfeile. Mann, das ist jetzt schwierig. Aber wofür sollen die Pfeile lernen? Pfeile? Nee, dann nimm lieber den verbotenen Wald, Roven, dann kannst du dich für was nützlich machen. Der verbotene Wald, es wäre gut, über die möglichen Gefahren informiert zu sein. Gute Idee, Daniel. Das reicht für einen wirklich langen Aufsatz. Wir fangen lieber gleich an. Ich muss herausfinden, ob sich im Wald in Verlies befindet. Das ist richtig. Weil ich Hinweise zu meinem Bruder brauche. Ja, dann machen wir das. Oh, auch nur eine Stunde. Ja, nice, danke schön, Spiel. Gut, dann klicken wir mal ein bisschen auf Roven rum. Das mache ich immer wieder gerne. Ja, und das ist sehr schön, weil es kostet einfach sehr wenig Energiepunkte, wenn eine Aufgabe nur eine Stunde dauert. Und das ist mir auch gerade, ehrlich gesagt, ziemlich lieb, weil, naja, ist halt günstiger, ne? Ach, fuck, das war jetzt nicht so effizient, glaube ich. Na, scheiß drauf. So, haben wir auch geschafft. Und da ist Helga Hufflepuff, juhu. So, auch dafür kriegen wir wieder ein paar Münzen einsammeln. Fertig, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mehr über Boatruckets weiß als Newt Scamander. Das glaube ich nicht, Daniel. Ich hatte keine Zeit, jede Gefahr im Wald auszuführen. Ich könnte allein schon über Akromantulas ein ganzes Buch schreiben. Ich würde mich lieber mit Drachen als mit Riesenspinnen anlegen. Ja, das würde ich halt wirklich, Leute. Ey, der Charakter ist wirklich 1:1 ich. Nun wird Professor Kesselbrand mir sagen müssen, wie man in den verbotenen Wald schleicht. Ja, genau. Das war der vollständige Satz, den ich vorlesen musste, Leute. Mit Kesselbrand sprechen. Wir treffen uns im Innenhof vom Glockenturm. Ich werde Ihnen alles erzählen, was ich über den verbotenen Wald weiß. Vielen Dank, Professor Kesselbrand. Das ist echt Knorke von dir. Ja, Leute, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal dahin. Und vielleicht, aber nur vielleicht, können wir danach endlich in den verbotenen Wald laufen. Das wäre ein Highlight für mich. Ganz ehrlich, das wäre ein Riesenhighlight für mich. Los geht's. So, dann einmal in den Innenhof und mit Kesselbrand sprechen. Professor Kesselbrand? Sind Sie hier irgendwo? Ist hier jemand? Oh Gott, wer ist das denn? Ich habe die Unterschrift deines Lehrers gefälscht. Ich ging davon aus, dass du eine Einladung von mir nicht annehmen würdest. Wer bist du? Ein Botschafter. Was willst du? Petrificus Totalus. Okay. Alles klar. Der ist ja Akro, ey. Ach du heilige Scheiße. Ich habe eine Botschaft. Ja, interessant. Ich würde ja gern was sagen, aber ich kann nicht. Keine Sorge. Du wirst bestimmt bald von jemandem gefunden werden, der die Ganzkörperklammer rückgängig macht. Ja, lange nachdem ich mit dir fertig bin und diesen Ort verlassen habe. Du hast noch Zeit, dem Schicksal deines Bruders zu entgehen. Halte dich vom verbotenen Wald fern. Halte dich von den verwunschenen Verliesen fern. Halte dich von Patricia Ragepick fern. Der Tod kommt nach Hogwarts, Daniel Granger. Halte dich an das Gesagte und er wird dich vielleicht verschonen. Alter Schwede, der ist ja aggro, ey. Okay. Ja,
Frage, wer war das, Leute? Habt ihr eine Vermutung? Schreibt diese Vermutung mal in die Kommentare. Es würde mich unglaublich interessieren, ob ihr da schon irgendwie eine Idee habt, wer das sein könnte. Ich habe wirklich mehrere Verdächtige, aber wow, ey, das war jetzt mal spannend. Was wäre denn jetzt die nächste Aufgabe? Ach, das hier, okay. Aber das kann ich noch nicht machen, weil das mache ich ja im Off. Wow, Leute, heftig, heftig, heftig. Was sollen wir denn jetzt machen? Dann würde ich sagen, wir könnten theoretisch noch Koboldsteine spielen. Ja, dann, Leute, machen wir das nochmal für die Folge. Oder nee, wir machen was anderes. Ich gehe jetzt nochmal kurz in den Klamottenladen. Denn wir könnten ja eventuell noch ein paar Klamotten kaufen, um unsere Attributwerte nochmal aufzuwerten. Denn wenn wir schon in den verbotenen Wald gehen, dann bitte auch mit akzeptablen, Attributwerten. Genau. Los geht's, gucken wir mal. So, hier können wir nichts holen. Und hier könnten wir... ja, das hier theoretisch holen. Aber das ist Wissen. Das will ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig aufwerten. Das hatten wir schon. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ui! Das hier ist doch mal Schnieke. Ich glaube, das hole ich mir, weil dann haben wir da vielleicht auch schon wieder Level 20. Okay. Wow, das waren viele Punkte. Aber sonst gibt es, glaube ich, nichts, weil wir haben dann nur noch jetzt 1700 Münzen. Das ist nicht so viel. Gucken wir hier nochmal kurz. Nee. Nee, auch nicht. Auch nicht, nee. Leute, ja, dann können wir erstmal nichts weiterholen. Dann sparen wir weiter. So, raus hier, verwerfen, ja. Und dann gucken wir jetzt gerade nochmal hier rein und oh mein Gott. Ja, Leute, also Tapferkeit werden wir als nächstes aufwerten, glaube ich. Dann sind wir mit allem auf Level 20, was nicht schlecht wäre. Und dann würde ich jetzt sagen, ja, wir gehen nochmal kurz Koboldstein spielen. So, dann einmal da drauf drücken und einladen. Und mit wem spielen wir jetzt eigentlich? Das ist die Frage. Ich würde sagen, normalerweise würde ich Penny sagen, aber ich nehme jetzt mal Bill, weil da kommen wir, glaube ich, am ehesten ein Level ab. Ja, machen wir mal Bill. So, starten. Viel Glück, Daniel. Ich gewinne immer bei Koboldstein, wenn ich mich nicht ablenken lasse. Also, lenkt Bill ab, um eine Partie Koboldstein zu gewinnen. Lass uns spielen, Daniel. Lass uns für die Prüfungen lernen, suchen wir nach den verwunschenen Verliesen. Ja, dann nehmen wir mal das. Und es war gut, Leute. Sehr schön. Weil wenn wir jetzt eventuell nur ein Level abkommen, wir können ja gleich nochmal mit einem Freund essen, dann kriegen wir wieder eine schöne Belohnung dafür. Gut gespielt, Daniel. Ohne Ablenkung hätte ich besser reagiert. Danke, Bill. Ich probiere einige neue Spielzüge aus. Also mit Schummeln und so. Wie findest du Koboldstein? Lass uns über deine Noten sprechen. Wir sollten über deine Geschwister... ja, dann nehmen wir das hier. Oh, Geschwister wäre besser gewesen. Okay, nicht schlecht. So. Oh, und wir kriegen nochmal einige Extrapunkte. Vielleicht gewinnst du gegen mich, Daniel. Ich muss mich konzentrieren. Sehen wir mal, was passiert. Das Spiel ist fast zu Ende. Mein Bruder hat mir diesen Zug beigebracht. Er ist bestimmt besser als du. Mein Bruder ist verschollen. Ich kann es kaum abwarten. Dann nehmen wir das. Ja, perfekt, Leute. Wunderbar. Also man muss ihn mit seinen Brüdern vergleichen. Ich glaube, das ist der Trick dabei. So, und damit haben wir ihn besiegt. Du hast mich besiegt, Daniel. Ich hätte mich nicht ablenken lassen dürfen. So, und hoffentlich jetzt ein Level up. Ja, wir haben ein Level up geschafft und wir kriegen 5 Energiepunkte dafür. Sehr cool. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal kurz zurück. Und gehen nochmal kurz mit einem Freund essen. Oder Penny helfen, aber es dauert halt noch 2 Stunden. Deswegen machen wir zuerst das hier. Hallo, wer möchte mit mir essen? Hallo, hallo. So, gucken wir mal. Also ich würde jetzt einen Charakter nehmen, der... oh, nee, 60 ist bei ihm. Ist jemand weniger als 60? Ja, hier, dann nehmen wir Ben ausnahmsweise, Leute. Ich will halt einfach nur die Belohnung bekommen. Los geht's. Auch wenn es manchmal so vorkommt. Ich bin kein Angsthase. Rate mal, was ich am liebsten mag, Daniel. Was ist mein Lieblingsgetränk? Kürbissaft, explodierende Limonade, Butterbier. Oh, ich weiß doch überhaupt nichts über Ben. Der ist mir so Wayne. Kürbissaft? Ja, fast zumindest. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Alkohol ihm Angst macht, aber... naja, anscheinend nicht. Aber wir kriegen unglaublich viele Extrapunkte. Gut gemacht, Daniel. Ich spreche wohl öfter über Dinge, von denen ich keine Angst habe, als ich dachte. Was? Das ist wieder nicht Deutsch. Spiel! Schön, dass du über Dinge redest, die dir keine Albträume bereiten. Machen wir weiter. Was ist mein Lieblingshaustier?
Ratte, Kröte, Katze. Ja, ich würde sagen, das Ungefährlichste davon, eine Kröte. Ja, das war gut. So, da kriegen wir 10 Punkte und jetzt durch die Extra-Punkte haben wir, glaube ich, schon gewonnen. Nee, nicht ganz. Ich bin beeindruckt, Daniel. Du scheinst mehr Dinge zu kennen, von denen ich keine Angst habe, als ich. Das macht Spaß, ich werde weiterraten. Ja, weil ich ehrlich gesagt auch nichts weiß. Das ist alles nur geraten, was ich hier sage, weil ich kenne dich ja nicht. Was ist mein Lieblingsfeiertag? Halloween, Ostern, Weihnachten. Ostern? Ja, fast, fast. So, damit haben wir die letzten Punkte auch geholt und kriegen nochmal sehr viele Extra-Punkte. Gut gemacht, Daniel. Schön, über Dinge zu sprechen, die mir gefallen. So, hoffentlich kriege ich ein Level-Up, sonst hat sich das überhaupt nicht gelohnt, lieber Ben. Na, schade. Na gut, aber ein bisschen zumindest. Ja, Leute, dann würde ich sagen, nächste Folge werden wir dann den Evanesco lernen. Und wir haben ja noch andere Aufgaben, die unglaublich wichtig sind. Hier zum Beispiel, was waren das eigentlich vorhin? Moment mal kurz. Weil... Penny helfen. Was war denn das nochmal für eine Aufgabe? Die steht ja hier gar nicht dabei. Und Nebenquest habe ich auch nicht, denn hier ist nichts. Ich weiß es gerade ehrlich nicht, Leute. Aber okay, wir werden das wahrscheinlich dann nächste Folge rausfinden. Ich würde mich freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie das getan hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Ansonsten habt ihr hier an der Seite nochmal ein paar andere Videos und die aktuelle Playlist zu Hogwarts Mystery, wenn ihr euch alle Folgen nachträglich angucken wollt. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute!